Mein Name ist Julia Lühn und ich freue mich sehr, Ihnen jetzt die ersten Entwicklungsschritte einer Entscheidungshilfe für Frauen mit Endometriose präsentieren zu können. Ziel ist die Entwicklung einer umfassenden evidenzbasierten Entscheidungshilfe. Zunächst war aber das Ziel, einen ersten Entwurf zu erstellen mit den Schwerpunkten operative und hormonelle Behandlungsverfahren und diesen Entwurf auf Verständlichkeit und Akzeptanz in der Zielgruppe zu testen. Hierzu haben wir erst systematisch nach relevanter Literatur recherchiert in relevanten medizinischen Datenbanken. Die erzielten Treffer haben wir zunächst auf der Ebene von Titeln und Abstracts und dann anhand der Volltexte überprüft, ob sie unseren festgelegten Ein- und Ausschlusskriterien entsprechen. Hierbei konnten wir für die operativen Verfahren 9 Arbeiten einschließen und für die Behandlungsmöglichkeiten mit Hormonen 6 Arbeiten. Diese eingeschlossenen Arbeiten, in der Regel randomisiert kontrollierte Studien, haben wir hinsichtlich ihrer methodischen Qualität bewertet und diese kritische Bewertung, hierfür wurden standardisierte Checklisten verwendet. Dann wurde auf Basis dieser Evidenz, dieser Literatur die Entscheidungshilfe gestaltet und dabei die Kriterien der Leitlinie evidenzbasierte Gesundheitsinformation berücksichtigt. Hier habe ich Ihnen einmal das Inhaltsverzeichnis dieser Entscheidungshilfe mitgebracht. Es gibt zunächst eine Einführung an die Leserin. Welche Zielgruppe wird eigentlich angesprochen? Welche Entscheidung wird hier adressiert? Und wie ist diese Entscheidungshilfe eigentlich zu nutzen und zu lesen? Und dann gibt es eine Einführung in das Krankheitsbild der Endometriose. Und der Hauptbestandteil ist dann die Darstellung der verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere eben der Nutzen und Schaden der verschiedenen Optionen im Vergleich miteinander. Dann gibt es noch weitere Hilfestellungen, einmal um die verschiedenen Optionen für sich persönlich abzuwägen, weitere Informationsquellen, ein Wörterbuch mit den wichtigsten Fachbegriffen und eine Übersicht über die in der Broschüre verwendeten Literatur. Im Rahmen dieser Präsentation möchte ich Ihnen noch einen Einblick geben, wie wir Nutzen und Schaden dargestellt haben und in diesem Falle Nutzen und Schaden der Behandlung mit Hormonen. Bevor man in diesem Zusammenhang Nutzen und Schaden präsentieren kann, muss man auf die Unsicherheiten und Ungewissheiten hinweisen, die allein schon mit der Diagnosestellung einer Endometriose verbunden sind. Das haben wir in dieser Broschüre auch getan. Also nochmal darauf verwiesen, dass es kein einheitliches Krankheitsbild ist, dass es große Unsicherheiten gibt, wie eigentlich der Zusammenhang zu bewerten ist zwischen Schmerzintensität und der Ausprägung, dem Ausmaß der Endometriose, wie es beispielsweise in bildgebenden Verfahren dann ersichtlich wird. Eine weitere Unsicherheit, auf die man hinweisen muss, ist, dass es auch zu den Behandlungsoptionen eigentlich unzureichende Evidenz gibt, unzureichende Studiendaten. Entweder fehlen sie ganz, wie zum Beispiel für Langzeitdaten zu Nutzen und Schaden, oder sie sind von schlechter Qualität, weil es beispielsweise sehr wenige Studienteilnehmerinnen sind. Dennoch haben wir uns an den Stellen, wo es Daten gibt, dafür entschieden, Nutzen und Schaden entsprechend zu präsentieren. Für die Darstellung des Nutzens haben wir diese Art Grafiken verwendet. Dies hier ist ein Beispiel zur Behandlung mit Gestagen im Vergleich zu Placebo, also der Gabe eines Scheinmedikaments. Und geguckt wurde, wie diese Behandlung sich auf Unterbauchschmerzen auswirkt. Und hierzu wurden die Frauen, die an dieser Studie teilgenommen haben, gebeten, ihre Schmerzen einzuschätzen auf einer Skala von 0, kein Schmerz, bis 100, der stärkste vorstellbare Schmerz. Und aufgetragen auf dieser Skala ist hier einmal der Schmerz zu Beginn der Studie, also vor Beginn der Behandlung. Das liegt dann im Mittel für die Gruppen jeweils bei 57. Dann wurden die Frauen 12 Wochen lang behandelt. Und man sieht, in der Gruppe mit dem Placebo liegt der Mittelwert dann bei 42 und bei Gestagen bei 30. Der Schaden, also die unerwünschten Wirkungen, wird in dieser Broschüre in Tabellen dargestellt.
Hier ist es auch wieder der Vergleich Gestagen und Placebo und es wird jeweils die Häufigkeit des Auftretens dieser Symptome dargestellt auf 1000 Frauen nach 12 Wochen. Problematisch ist hier, dass die Studien nicht hergeben, dass man sagen kann, die Symptome beruhen auf der Behandlung. Also man kann keinen kausalen Zusammenhang herstellen. Daher wird die Tabelle ergänzt durch diesen Hinweis. Die unerwünschten Wirkungen treten in den Gruppen unterschiedlich häufig auf. Es wurde nicht geprüft, ob diese Unterschiede zufällig sind oder ob sie auf die Hormontherapie zurückzuführen sind. Diesen ersten Entwurf der Entscheidungshilfe wollten wir dann ja testen, ob es eigentlich verständlich ist und akzeptiert wird, die Darstellung, die wir gewählt haben. Hierzu haben wir Selbsthilfegruppen im Raum Halle, Leipzig und Berlin angesprochen, um Teilnehmerinnen zu gewinnen, die diese Entscheidungshilfe einmal lesen und uns ihre Rückmeldungen geben. Es haben zwei Fokusgruppen jeweils in Berlin, also eine in Berlin und eine in Leipzig stattgefunden im September 2019 mit insgesamt 7 Teilnehmerinnen, die im Durchschnitt 41,6 Jahre alt waren, deren Zeitpunkt der Diagnosestellung, also die Diagnose Endometriose, recht unterschiedlich lang her war, zwar in der Spanne von 2001 bis ganz aktuell Juni 2019. Die Frauen hatten eher einen höheren Bildungsstand und schätzten sich selber auch als sehr erfahren oder eher erfahren ein, sich über Gesundheitsthemen zu informieren. Mit diesen Frauen wurden in den Fokusgruppen leitfadengeschützte Interviews geführt und es wurden ganz konkret Ausschnitte aus der Broschüre angeschaut und dazu ihre Rückmeldung erbeten. Die Interviews wurden aufgezeichnet, von diesen Audioaufnahmen wurden Transkripte angefertigt und diese anhand einer der qualitativen Inhaltsanalyse nach Meiring analysiert und es wurden nach dieser Methodik Kategorien entwickelt. Hier sehen Sie einmal diese Kategorien, es sind 8 Stück. Der Eindruck, Verständnis, Lesbarkeit, Akzeptanz, Vertrauenswürdigkeit, Zielsetzung, Inhalte und Assoziationen mit dieser Entscheidungshilfe. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele zeigen, und zwar zu eben dieser Assoziation mit der Entscheidungshilfe, dem Verständnis und der Vertrauenswürdigkeit. Eine Unterkategorie zu der Assoziation ist die Erwartungshaltung und eben die Frage, wird diese eigentlich erfüllt? Da gab es eine Rückmeldung, dass diese Erwartung nicht entsprochen wird, weil der Begriff Entscheidungshilfe die Erwartung geweckt hat, dass die Entscheidung abgenommen wird und dass man sich nicht selber mit diesen Optionen auseinandersetzen muss, was ja eigentlich Ziel dieser Entscheidungshilfe ist, weil die Bewertung ja ganz individuell stattfinden kann. Aber diese Teilnehmerin sagte, jemand, der das geschrieben hat, hat es ja gelesen und muss diese Wertung doch bitte für mich treffen, weil es ist doch eine Entscheidungshilfe. Hier lehnt sich jemand immer wieder zurück und sagt, hier hast du deine Zahlen, aber ich bin nicht verantwortlich, wenn du jetzt damit was machst. Das könnte ein Hinweis sein, dass man diese Zielsetzung einer Entscheidungshilfe am Anfang noch deutlicher machen muss. Die Vertrauenswürdigkeit wurde ganz unterschiedlich bewertet, auch an unterschiedlichen Kriterien. Die einen haben eher auf die Methodik der Erstellung geschaut und haben durchaus die Auswahl und Qualität der eingeschlossenen Studien sehr kritisch hinterfragt. Man sollte vielleicht auch in diesem Heft darauf hinweisen, was eine Qualität einer Studie ausmacht und dass Studien mit 69 Teilnehmern genauso gut auch ins Klo gespült gehören und nicht mit einer riesigen Tabelle, die man sich vielleicht noch ausdruckt und übers Bett hängt. Das ist nichts. Andere Teilnehmerinnen haben eher auf das Impressum geguckt, haben gesagt, naja, wenn das von der Universität kommt, dann wirkt es schon mal an sich vertrauenswürdig. Andere haben sich aber trotzdem noch mehr Informationen zu dem medizinischen Hintergrund der Erstellerin gewünscht. In der Kategorie Verständnis haben wir natürlich insbesondere darauf geschaut, ob die gewählten Grafiken verständlich sind. Hier ist wieder das Beispiel, was ich Ihnen am Anfang erläutert habe. Und es gab durchaus richtige Interpretationen, wie diese Skalen zu lesen sind, diese sogenannten visuellen Analogskalen. Eine Teilnehmerin sagte, dass die Placebo-Patientinnen zwar eine Verbesserung erfahren haben,
aber die Patientinnen, die Wirkstoff eingenommen haben, eine stärkere Verbesserung wahrgenommen haben. Andere Teilnehmerinnen hatten durchaus auch Schwierigkeiten, die Zahlen und Symbole richtig zuzuordnen, was zum Teil auch mit der farblichen Gestaltung zusammenhing. Das Verständnis der Tabellen, die wurden durchaus verstanden und da haben wir insbesondere mal gefragt, ob dieser Hinweis denn eigentlich verstanden wird, den wir ja unterhalb der Tabelle noch mit angeführt haben. Und da sagte auch eine Teilnehmerin, dass eben nicht garantiert ist, dass man jetzt die Kopfschmerzen auf die Einnahme der Pille oder auf diese Hormontherapie zurückführen kann. Andere Teilnehmerinnen waren durch das Wort zufällig eher befremdet und zeigten Unverständnis, wie denn dann diese Zahlen in der Tabelle eigentlich zustande gekommen sind. Ja, abschließend muss man sagen, die großen Unsicherheiten, die einfach dieses ganze Thema Endometriose begleiten, machen auch die Erstellung einer Entscheidungshilfe schwierig, angefangen bei den Unsicherheiten der Diagnosestellung und was eigentlich die Ausprägung des Befundes bzw. der Symptome angeht. Sind wir schon auf Schwierigkeiten gestoßen, wie das eigentlich darzustellen ist. Dann muss man sagen, die Studien sind einfach von schlechter Qualität und es fehlen ganz relevante Daten. Es sind wenig Studienteilnehmerinnen, kurze Beobachtungszeiträume, sodass man insbesondere auch zu den operativen Verfahren eigentlich gar nichts zu unerwünschten Wirkungen sagen kann, schon gar nicht zur Langzeitwirkung. Eben, dass es keine oder zumindest keine verlässlichen Angaben gibt. Das macht auch immer wieder eine Diskussion nötig, wie man die vorhandenen Daten dann eigentlich präsentiert, ob es eigentlich angemessen ist, diese Grafiken und Tabellen zu nutzen oder ob man dem einen Hinweis der Teilnehmer vielleicht erfolgen muss und sagen muss, naja, es ist so schlecht, eigentlich kann man auch gleich sagen, man weiß es nicht. Das werden wir in der Überarbeitung dieses Entwurfs sicherlich nochmals kritisch diskutieren. Ziel ist weiterhin, die Hinweise aufzunehmen und aber auch die Entscheidungshilfe zu ergänzen, um weitere Behandlungsoptionen, die wir bisher ausgespart haben, und hoffen, dass wir dann bestmöglich in Anbetracht der schlechten Studienlage einer Entscheidungshilfe zur Verfügung stellen zu können. Ganz generell ist es ja schwierig, wo man eigentlich verlässliche Informationen auffinden kann. Dazu gibt es auch noch, ich sag mal, abgesehen von diesem einen Beispiel, ganz übergeordnete Ideen. Die eine Idee ist das nationale Gesundheitsportal. Es soll also eine Internetseite geben, auf der qualitätsgeprüfte Informationen zur Verfügung gestellt werden, evidenzbasierte Informationen von verschiedenen Anbietern, die sich aber eben dieser Qualität verpflichten und die auch in irgendeiner Form überprüft wird, mit ganz transparenten Anforderungen und einem Verfahren zur Qualitätssicherung. Hier sehen Sie die Seite vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das IQWiG. Das hat ein Konzept für dieses Gesundheitsportal veröffentlicht. Derzeit befindet sich das in der Umsetzung. Von daher können wir noch nicht sagen, wie genau es aussehen wird. Eine weitere Idee, die auch hier aus dem Arbeitskreis Frauengesundheit mitstammt, ist die sogenannte S4-Leitlinie. Hintergrund dieser S4-Leitlinie ist, dass es ja jedes Mal ein großer Aufwand ist und Ressourcen kostet, Daten aufzubereiten für evidenzbasierte Gesundheitsinformationen oder Entscheidungshilfen und dass diese Arbeit eigentlich auch schon für medizinische Leitlinien gemacht wird. Auch da werden diese Ressourcen genutzt. Allerdings ist es derzeit so, dass man die Daten, die für medizinische Leitlinien, S3-Leitlinien gewonnen werden, eigentlich nicht für evidenzbasierte Gesundheitsinformationen nutzen kann, weil oftmals nicht die richtigen Fragen beantwortet werden, relevante Ergebnisparameter, also Endpunkte nicht berücksichtigt werden und auch die Art der Daten, wie sie dargestellt werden, nicht nutzbar sind. Und Ziel wäre, diese Leitlinienentwicklungsgruppen schon einzubeziehen, sodass von Anfang an die relevanten Informationen zur Verfügung stehen, sodass es für mehr Themen evidenzbasierte Informationen geben kann. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.